Also Schonach Lebensgefühl bedeutet für mich, in Schonach einfach angekommen zu sein, auch nach früherer sportlicher Aktivität, wo man einfach in der ganzen Welt unterwegs ist und immer wieder gewusst hat, sobald du nach Haus kommst, nach Schonach, stellt sich das Lebensgefühl und Heimat für mich einfach wieder ein. Mir gefällt es einfach, hier zu sein, mit Schonacher Leuten in Kontakt zu treten und immer wieder eigentlich das Gefühl, jeden Tag wahrnehmen zu können, hier gehörst du hin und hier bist du geboren und hier werde ich auch alt und sterben irgendwann. Ja, ich glaube einfach, dass Schonach für viele gar nicht so richtig bekannt ist. Und es ist natürlich, wenn ich mal weg will vom ganzen Stress, einfach mal das Schonach erleben wäre vielleicht mal ganz gut. Auch mal Ruhe erleben. Ich brauche nicht unbedingt eine 3G-Internetleitung an allen Ortschaften. Vielleicht langt mir auch Edge in der Mitte des Ortes ab und zu. Vielleicht auch einfach mal genießen, nichts zu tun und runterzufahren. Das ist für viele, glaube ich, mittlerweile recht schwer geworden. Lieblingsplätze, die habe ich eigentlich schon seit meiner sportlichen Aktivität. Einer davon ist sicherlich immer wieder unsere Langenwald-Sprungschanze. Es ist auch heute noch ein ganz tolles Gefühl, wenn man oben steht am Anlauf und kann so über Schonach, über den Schwarzwald hinweg schauen. Aber man hat schon ein kleines Gefühl der Ruhe und das ist auf jeden Fall ein Platz, den ich sehr liebe. Und so gibt es auch im Ort natürlich schöne Plätze, an denen man sich verweilen kann. Das ist zum Beispiel im Mosi-Café. Kann man ganz gemütlich sitzen, toll frühstücken, einfach den Tag beginnen. Und zum Beispiel auch hier, wo wir jetzt sitzen, Birgits Bistro im Kurpark mit den ganzen Umgestaltungen, wo sich auch der Gast noch recht wohlfühlen kann, um Schonach zu genießen, um einfach zu sitzen und zu entspannen. Wir haben an Natur und an Wander-, Radwege eigentlich alles zu bieten, was du brauchst. Und da gibt es wunderbare Flecke Richtung Rohrhatzberg, wo man dann auch komplett für dich alleine unterwegs ist. Das ist dann wirklich Schwarzwald pur. Also wenn ich überhaupt noch dazu komme zum Langlauf machen, und das versuche ich natürlich immer wieder regelmäßig zu tun. Ich laufe immer noch sehr gerne vom Witterbach Skistadion, wo auch der Schwarzwaldpokal stattfindet, in Richtung Kieferhäusle, Schönwald, dann über die Täler hinweg. Dann heißt es Vogte bei uns über den Blindensee zurück. Und wenn man das an einem hoffentlich herrlichen Tag mit minus 10 Grad, dunkelblau strahlender Himmel und die Schneekristalle glitzern dir entgegen. Da kannst du dich sogar während der Anstrengung so gut erholen. Und auch das ist wirklich ein Teil Lebensqualität, was man hier in Schonach oder im Ferienland erleben darf. Das ist, wenn du irgendwo wohnst und wenn du hier groß geworden bist, kennt man vielleicht nicht unbedingt das Synonym Kuckuckuhr, wie es international klingt. Und ich glaube, automatisch durch diese Veränderung im Schwarzwald, durch Leute, die das Produkt Schwarzwald endlich wieder in die Hand nehmen und wieder entstaubt haben und wieder zukunftsträchtig machen, kommt so richtig wieder in Fahrt. Und Kuckucksuhr ist ein Teil Schwarzwald, das lässt sich nicht verleugnen. Mein Schwarzwälder Lieblingsgericht ist jeden Morgen zwei frische Brötchen mit Butter und Schässle Honig. Schässle sind die Tannenspitzen, was man zu Honig verarbeiten kann. Und das ist mein Lieblingsgericht seit Jahren, jeden Morgen. Oh, das Schonacher mit drei Worten beschreiben, das ist nicht ganz so einfach. Schwierig zuvorkommend und doch handelbar.